Hallo Welt, da sind wir wieder, hier auf dem George-Schrottplatz. Ja, die Ghule haben hier ganz schön gewütet. Haben sie versucht, zumindest. Wir brauchen Holz, wir haben zu wenig Holz, fällt mir gerade ein. Hier ringsum ist ja überall Holz. Die Ghule hatten jetzt kein Holz dabei. Aber vielleicht haben wir hier schon etwas Holz. Oh, das war jetzt aber nicht viel. Da sind wir, denke ich, schneller, wenn wir einmal rumgehen und Holz sammeln. Da führt ein Weg nach oben. Das muss nicht unbedingt ein Weg sein. Das kann auch so vom Regen gekommen sein. Ja, hier in der Nähe, da oben könnte Holz sein. Ein Baumstamm, 12 Holz. Wie viel brauchen wir denn? Ich glaube, wir brauchen 100 Teile Holz oder so. Da müssen wir einmal hier durch den Wald streifen und ein bisschen was einsammeln. Denn, ich möchte schon die Blaupause ganz gerne verwenden, die wir hier mal verwendet haben. Wir brauchen noch 20 Holz. Ja, dafür gehen wir jetzt einmal ganz schnell hier drüben gucken. Ich glaube, wenn wir einmal zum Camp gehen und zurück, dann haben wir schon genug Holz. Brauchen wir nicht, aber Dünger können wir sowieso gebrauchen. Einen Garten wollten wir ja auch noch bauen. Ja, aber Moment, reichen 20 überhaupt? 20 Teile Holz? Wo ist unser ganzes Holz geblieben? Ja, wahrscheinlich auf dem anderen Server, wo wir vorhin waren. Und ich baue das nicht aus Beton, auch wenn wir es könnten. Denn Beton finden wir nicht so oft wie Holz, habe ich ja schon gesagt, in der vorletzten Folge. 16. Gut. Dann nehmen wir uns hier gleich Wasser mit. Was war das? Was war das gerade? So ein schwarzes Schild. Das ging so schnell. Ach so. Reparieren. Ja. Okay. Das haben sie kaputt gemacht. Aha. Wasser, dachte ich, holen wir uns hier gleich mal ein bisschen ab. Ach, das kostet ja auch nur Schrauben und so. Ich weiß nicht, ob wir das... Das bauen wir nicht wieder auf, das mit dem Wasser, oder? Wenn mal jemand zu Besuch kommt, dann hat er wenigstens frisches Wasser. Ja, gut überredet. Unsere schönen Schrauben. Hier, das können sie mal kaputt machen hier vorne. Ich weiß gar nicht, wieso wir das nicht mehr abreißen können. Egal. Moment, was? Was? Wir haben Holz gesucht, genau. Aha. Das haben sie kaputt gemacht. Und dafür brauchen wir nicht ins Baumenü, um das zu reparieren. Finde ich irgendwie gut. Ich glaube, das ist auch das Erste, was angegriffen wird. Die Sachen, die Krach machen und die Pflanzen. Kein Baumstamm mehr hier. Da ist doch noch was. 8. Okay, 20 haben wir. Damit könnten wir also schon mal bauen. Und wenigstens unser Haus schon mal hinstellen. Ach, Moment mal. Die Dinger können wir doch nachher austauschen, oder? Diese Betonfundamente, ich glaube, die können wir auch austauschen, ja. Oh, einen Holzrest haben wir rausbekommen.
Ach, bevor die hier die ganze Zeit gammeln, nehmen wir das mal alles. Riecht bestimmt auch nicht gut hier, wenn die da so verwesen die ganze Zeit. Oder dieses hier hätte ich mir als Hightech-Tische oder so vorgestellt. Oh, wie dem auch sei. Gucken wir mal, dass wir hier unser Häuschen wieder hingestellt bekommen. Gegenstand kann nicht platziert werden. Ausgewählter Gegenstand schwebt. Okay. Das wird die Kiste vorne sein, denke ich. Vielleicht nehmen wir die raus. Beim nächsten Mal speichern wir die nicht mit ab. Schwebt immer noch. Komm schon. Stand doch auch vorher. Echt jetzt? Die meinen vielleicht gar nicht die Kiste, fällt mir gerade mal ein. Vielleicht meinen die alles, was oben drauf steht. Nur das Podest kann man vielleicht als Blaupause. Echt? Hey, soll das ein Scherz sein? Na, man braucht Geduld. Aber warum wird denn das dann grün angezeigt, bitteschön? Was haben wir jetzt kaputt gemacht? Okay, ist mir egal, wo das Ding steht. Ich brauche das nur, damit wir ein bisschen was verwerten können und vor allem damit wir unser Budget oben sehen. Aber ich glaube, das Budget ist sowieso schon angekratzt, oder? Da schwebt doch nichts. Oh, gut, dass wir unser Camp noch nicht abgerissen haben. Das lassen wir auch da stehen. Das ist doch nicht wahr. Ich glaube es nicht. Wieso können wir das nicht mehr platzieren? Es ist doch grün. Und da schwebt doch nichts. Die meinen echt die Sachen, die da dranhängen. Ja, und jetzt? Ich sehe oben Budget, der Budgetbalken, der ist ja gefüllt. Mhm. Ausgewählter Gegenstand schwebt.
Ja, da wollen wir ja das andere bauen. Hier soll das nicht hin. Ja, okay, so geht's natürlich nicht. Was haben wir gemacht? Warum? Warum kriegen wir das nicht mehr runter? Nein! Hey! Durst. Blaupausen. Warum? Ja, jetzt sehe ich auch, dass es schwebt. Danke, aber wie kriegen wir das nach unten? Warum ist das überhaupt so weit oben? Ah, okay. E gedrückt halten. Ah, okay. Hallo, dann lass es doch nicht schweben. Dann lass das doch so ein bisschen runtersacken von mir aus. Hä? Hä? Was? Okay. Ganz kurz bin ich am Überlegen, bringt das mit den Blaupausen denn was? Das wusste ich doch nicht, dass das so ist. Warum schwebt? Was schwebt denn hier? Schwebt doch nichts. Das sind oben die Teile, sind bestimmt gemeint, die wir da so hingetrickst haben überall. Okay, dann nenne ich die Folge eben Der Kampf mit den Blaupausen. Ach komm schon, das kann doch nicht sein, hier schwebt doch nichts. Ist doch verrückt. Wir hätten die Kiste da nicht dran machen dürfen, glaube ich. Das war der große Fehler. Können wir die nicht abbauen? Blaupause löschen? Modifikation? Nein, können wir alles nicht. Ich bin mir sicher, das geht irgendwo. Das ist ja ulkig. Da war es doch grün. Oh, was Schönes, es wird gezeigt, wie viel Energie es braucht. Ja, aber wir haben ja nichts davon, wenn wir es nicht setzen können. Ach, das, die Kiste haben wir jetzt auch. Also die schwebt doch nicht. Was macht ihr denn da, B-Tester? Wie soll das gehen hier? Was habt ihr denn da mit den Blaupausen gemeint? Wie hättet ihr es denn gerne? Ja, liebe Welt da draußen, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich hier falsch mache. Meistens ist es ja so, dass ich irgendwas nicht verstehe und deswegen funktioniert das irgendwie nicht. Aber was mache ich denn jetzt falsch? Ich sehe nicht, dass die Kiste da schwebt.
Ist alles grün. Das ist irgendwie einschläfernd. Mach doch, stell doch, mach doch richtig. Wo haben wir denn den Denkfehler? Muss das millimetergenau über der Erde sein? So. Das müssen wir noch irgendwie rausfinden, woran das liegt. Ich vermute mal, dass es vorne an der Kiste liegt, die wir ja irgendwie mit dazugefügt haben. Och ja. So ein Geraffel. Ach, Mann, tut mir leid. Ja, das ist wirklich ein wenig jetzt sehr mühselig. Wer guckt denn da hinten? Andre? Ja, da wäre der erste Besucher gekommen. Aber das Haus steht nicht. Hallo, Andre. Andre, hallo. Ja, ich kann gerade nicht, weil ich hier am Bauen bin, aber du kannst ruhig winken. Okay, so geht's wahrscheinlich nicht. Ja gut, Stufe 17, da wusste ich auch noch nicht mit Winken, wie das alles geht. Ach, jetzt lass doch das Ding da mal stehen irgendwie. Wieso geht denn das nicht? Irgendwas machen wir doch falsch. Ist doch grün. Wenn es grün ist, ist grün. Wisst ihr was, liebe Welt da draußen? Wir haben ja das Baubudget, darum geht es mir ja eigentlich viel mehr. Wäre natürlich schön, wenn das Häuschen hier stehen würde, aber ihr seht ja, es klappt nicht. Schreibt bitte in die Kommentare, was ich hier falsch mache. Und wir werden in der nächsten Folge dann ohne unser Häuschen anfangen, das Generatorhäuschen zu bauen, okay? Und zwar ohne eine Kiste draußen, das machen wir irgendwie anders dann. Gut. Dann beenden wir hier die Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.